Ach, so schön. Das wollte ich immer mal hören. Das haben auch mal Männer mitgeschrieben. Ich hab's genau gehört. Kein Problem. So, vielen Dank fürs Mitmachen. Habt ihr Spaß? Ja! Ich möchte euch ganz kurz meine fabelhafte Band vorstellen, ja? Das ist nämlich, Fadenverlegung. Komm mal von vorne. Nee, eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. So, Nadi anfangen. Hey, Andi! Ja. Okay, fangen wir mal an. Andi. Hinter mir. Ein Mann, der nicht nur den Engel sieht, sondern auch wie ein Stier in seinem Schlagzeug trommelt. Er hat den Beat, er hat den Ruf, er hat den Größten. Andi, let's go! Direkt weiter, rechts daneben, der Mann, der immer ganz unscheinbar da hinten an seiner Weltraumorgel die abgefahrensten Sounds zaubert mit der Melodika an den Händen, aus wie mit dem Kopfraum. Ja, der Mann, auf den wir nur eigentlich gar nicht natürlich verzichten können, weil er ist hierher gekommen nach Deutschland, er hat sein Visum bekommen, da freuen wir uns wahnsinnig, extra aus Russland, Mr. Atrium Blower! Ja, so, wir gehen mal weiter nach rechts. Da drüben der Mann mit dem Mut, mit dem Tirol. Ich brauch Liebe, eine Tirol. Der steht mir so gut, der steht mir so gut. Dann mach ich Sonntagsabend Blasmusik. Blasmusik hat immer so einen komischen Beigeschmack. Jedenfalls ist er eingesprungen und er macht das ganz fantastisch. Er hat einfach nie geprobt mit uns. Er hat dreimal die Songs irgendwie so mal angespielt. Ich kann das überhaupt nicht verstehen, wie man dann so sich einfinden kann hier und mit uns hier so einfach. Wahnsinn! Ja, Applaus! So. Dann gehen wir mal weiter. Da haben wir einen Mann. Oh Mann, ist der cool. Der Hubert. Er raucht, aber ab und zu. Er raucht nur ab und zu, keine Sorge. Rauchen ist ungesund. Ja. Er spielt Bass, er spielt Kontrabass, er streicht den Bass, er singt. Er hat mit mir tolle Songs geschrieben, er ist unverzichtbar. Am Bass, Robert Nindemann! Der Applaus ist berechtigt. Wir gehen weiter nach links. Da haben wir noch einen. Der Mann, der mit seinem Haarschnitt so unzufrieden war, dass er die ganze Tour die Mütze aufbehalten hat. Ich hab's nicht verstanden, weil mir der einfach so dumm und heiß geworden ist. Einmal abnehmen kann. Sag mir einmal. Komm, einmal. Mal ganz kurz lüften. Oh! Ja. Das ist ein Wahnsinn, oder? Hat er eine riesen Versteckt sie immer. Gut, aber die Haare und der Bart sollen ja nicht im Vordergrund stehen. Ne? Es gibt ja Leute, die diskutieren über Bärte. Ich nicht verstehen. Ich habe mal aufgestutzt. Jetzt sieht man wieder die Lippen. Das war ja so drüber gewachsen. Na, jedenfalls spielt er wahnsinnig geil Gitarre. Ein Mann, der einfach immer da so links ein bisschen schiller steht, aber einen unfassbar geilen Job macht. Die bosnische Pflaume. Edin Djulic, vielen Dank! Yeah.